Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Und vor allem unserer Faith, die absolut gerade nicht unbedingt begeistert aussieht. Es ist aber auch 6 Uhr in der Früh. Da kann ich das schon mal nachvollziehen. Friendly Reminder, dass das hier Folge 69 ist. Also es ist eine ganz wichtige Information für uns alle. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die 59. Heute ist ja auch Nacht in der Stadt vielleicht. Ist es ja irgendwas, was man verbinden kann. Sehen wir dann, ne? Finde einen Mitbewohner. Das ist extrem wild. Dafür brauchen wir dann ja aber erstmal ein neues Schlafzimmer, ne? Das Layout ist dafür jetzt aber nicht unbedingt geeignet. Deswegen würde ich sagen, machen wir vielleicht einen Keller? Also I know, dass das super wild ist, aber dieses Let's Play ist ja auch Wildes eigentlich gewöhnt, ne? Und ganz ehrlich, wir brauchen auch nicht mehr so viele Näpfe. Und der Napf an sich ist ja auch irgendwie weg. Wenn wir den auch wegtun. Vielleicht können wir die Treppe ja hier so in diese Ecke machen. Und das mal ganz kurz dann ins Inventar. Die Katze tut mir jetzt ein bisschen leid. Die wird wahrscheinlich jetzt einmal aufgeschreckt. Vielleicht sollte ich erstmal einen Keller platzieren. So, das sollte okay sein von der Größe. Ja, so. Das finde ich eigentlich ganz gut. 1000 Objekte wurden irgendwie gefühlt schon wieder in mein Inventar gepackt. Also es ist einfach schön. Vielleicht hätte man auch vorher Move Objects platzieren sollen vor allem. Kann ich das nicht ändern? Ich muss die jetzt löschen und dann neu platzieren, oder was? Ist ja auch ein bisschen Geldverschwendung, ne? Naja, wo hatte ich denn das Handy? Oh mein Gott. Der Teppich war hier. Ja, ich sehe schon. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das hier alles war, aber ich platziere es einfach mal wild. Dann wird das schon irgendwie passen. Ist bestimmt nicht optimal. Habe ich mir wahrscheinlich mehr bei gedacht vorher, aber jetzt passt es wieder. Ich glaube, das ist doch noch ein bisschen klein hier. Weil ja, ich würde hier noch ein Badezimmer reinmachen so. Aber ich würde das schon auch gerne ein bisschen abgegrenzt haben. Also das ist dann quasi der Flur. Und hier auch so eine Schräge machen. Warte mal. Machen wir den Raum einfach größer. Ich weiß ja nicht, was hier für eine Person einzieht, aber das wird schon. Ich mach mal einfach so was Schlichtes, ne? Kopiere einfach mal die ganzen Sachen von hier oben. Ah, ist doch ganz nett. Ist alles da, was man braucht, ne? Ich habe so ewig nicht mit diesen Mitbewohnern und so gespielt, ne? Das wird ein bisschen wild, glaube ich. Ich würde es dann vielleicht so machen, dass man halt hier vielleicht noch so eine kleine Küchentheke oder sowas hat. So, also dass der das zwar oben benutzen kann, die Person, aber ja, dass halt unten auch so ein paar Sachen noch sind. Wie gesagt, ich mache das halt erstmal sehr schlicht. Dann schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, wieso das jetzt so grau-themed ist, aber es ist mir jetzt egal. Stresst mich ein bisschen, dass das hier nicht ganz passt, ne? Naja. Ich dachte, das könnte cool aussehen, aber nein. Ich habe fast kein Geld mehr. Ups. Ich hatte die Idee, dass man halt hier noch so den Fernseher draufstellt und hier dann vielleicht noch so eine kleine Couch oder so wenigstens hinstellt. Ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, Hilfe. Wie war das mit, oh, wir haben vielleicht ein bisschen Geld, wenn wir ausziehen? Ja, schön. Kann ja nicht alles perfekt sein, ne? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so teure Sachen genommen habe, Mann. So, eine kleine Fotogallery. Ist halt das, womit die Person auskommen muss, I guess. Ich hätte es wirklich gerne ein bisschen schöner gemacht noch, aber man kann nicht alles haben. Mitbewohner-Suchanzeige aufgeben, so. Nach 20 Minuten sind wir da auch mal im Part quasi. Hoffentlich melden sich nur nette Leute. Ja, das wäre cool. So, dir geht's gut. Dir geht's eigentlich auch ganz gut, aber du solltest vielleicht was essen. Geschirr spülen. Mhm. Gut, dann müssen wir das mal. Nein. Ich bleibe zu Hause, weil sonst vergesse ich es wieder. Das hier ist ein Badezimmer, Waschbecken. Gehen wir heute nicht mit. Wir werden es überleben. So, Marley ist eh den ganzen Tag zu Hause. Vielleicht können wir uns einfach mal um Marley kümmern. Warum auch nicht? Tinkerbell ist schon wieder auf Reisen. Also es ist einfach wild, ne? Diese Katze. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir dann heute Abend dann noch essen mit den Leutis hier. Vielleicht platziere ich dafür noch ein neues Restaurant. Ich liebe es halt einfach, neue Sachen zu platzieren. So krass. Ich liebe es, wenn Leute irgendwie McDonald's oder sowas rekreieren, ne? Ist einfach schön. Lovestruck Restaurant. Mid-Century Restaurant. Guck mal, Simproved. Kennt man die Person nicht sogar? Irgendwoher sagt die mir was. Welche Stadt ist das denn? Egal, 30x20. Ah, hier hinten ist noch 30x20 frei. Ja, das kann man hier aber schon platzieren, oder? Also, aber schön. Ich glaube, hier kann man gut essen gehen. Ich habe es mittlerweile auch satt, in Glimmerbrook zu wohnen, bin ich ehrlich. Hallo! Da ist sie ja, die süße Tinkerbell. Da platziert man einmal ein Restaurant und die Katze ist wieder zu Hause. Ach, du Süßmaus. Jetzt ist meine Frage, wie kriegt man Bescheid, dass sich jemand gemeldet hat? Kriegt man dann ein Pop-up oder so? Im Namen der Freundschaft. Raphael hat heute versucht, die Schule zu schwänzen, um einen weinenden Freund zu trösten. Ja, Freunden zu helfen steht immer an erster Stelle. Wir sind eine happy family.
Natürlich. Ich hatte gerade kurz Angst, dass heute irgendwie ein Geburtstag oder so ist, aber nein. Zum Glück nicht. Ich wäre nicht vorbereitet gewesen heute. Für Marley lohnt es sich aber auch nicht mehr, einen Job anzunehmen, ne? Er ist halt nur noch 4 Tage erwachsener. Er ist halt einfach in Frührente gegangen, sagen wir. Hallo, die Person, die uns immer anruft. Na, dann können wir auch mal mit der reden, ne? Sieht aber auch nett aus, ne? Hallo. Wir haben so viele Angestellte mittlerweile, ne? Will sie unsere Mitbewohnerin sein? Und sie trägt auch blau und so weiß. Ist doch fast grau. Nein, möchte sie nicht. Ich habe schon ein paar andere, die von mir abhängig sind. Oh, vielleicht ist sie Mutter. Sie hat 3 Kinder. Na gut. Och, süß. Marley war in letzter Zeit sehr ruhig und fröhlich. Hat er gelernt, sein hitzköpfiges Temperament zu zügeln. Süß. Ja. Mami glücklich, ja. Potential candidates will randomly visit throughout the day or the next day at this place at night. Sims can then get to know them before accepting or rejecting them as a roommate. Ah, okay. Wo sind sie denn? Dann sprich doch mit deiner Freundin hier mal ein bisschen. Destiny ruft einfach wirklich jeden Tag an, ne? Also ich kann es auch einfach nicht oft genug sagen. Es macht mich einfach fertig, wie oft diese Frau anruft. Und er ist glücklich, weil er peinlich ist. Jetzt ruft sie Marley an. Ich finde es einfach schön. Ja, Destiny hat ja ihren Mann verloren. Natürlich darfst du daten, Girl. Warum meinte ich nicht? Und du bist ja auch eigentlich so ein bisschen sportsy Boy, ne? Kannst ja auch mal ein bisschen joggen gehen, Bro. Haben eh nichts Besseres zu tun in unserem Leben. Raphael hat im Test brilliert. Raya ist durchschnittlich. Ist okay. Wieso hast du gar keinen Spaß, Bro? Wir haben gar nicht so viel Geld, ne? Ach so. Ich kann gerade sagen, wir haben gar nicht so viel Geld. Wieso will ich denn essen gehen? Aber ja, wir müssen nichts zahlen. Guck mal, du kannst mit deiner Schwester Fernsehen. Wer braucht beide Spaß in den Backen? Warum geht es nicht? Weil er Fernsehen gucken will oder was? Anstatt, dass ihr dann einfach beide Fernsehen guckt. Faith ist auch zu Hause und sie hasst die Sonne schon wieder. Warum? Nein. Wer ist das? Immanuel. Dekanin bei Vereinigung für Wissensvermittlung? Ist das mein Coworker oder was? So, du kannst vielleicht nochmal duschen gehen. Bevor wir dann ins Restaurant gehen. Mit der ganzen Family bitte. Okay, die Katzen kommen nicht mit. It's really hot in here. Können wir draußen sitzen? Hauptakkorde? Nee. Haben wir den Sitz bekommen? Den Sitz vor allem. Den Tisch, Mann. Sieht so aus. Oh mein Gott, wieso bist du jetzt krank? Ey, wirklich. Also. Gripshopper. Gar einmal nicht mehr. What is this? Sea Splash. Stummfilm. Da sehe ich Marley. Ein Sunset Valley. Und ein Saft on the Rocks. Hey, ich bin wild, dass es so 5 Millionen Getränke gibt und dann. Ist das hier der Hauptgang? Ein Spinatzwiebelquiche für die jüngste Dame des Hauses. Spinatfrittata für Faith. Eine Hähnchenbrust für Marley. Und Raphael isst einfach einen Hamburger. Ah, ist das schön, dass das kein Geld kostet. Könnt ihr euch nicht ein bisschen unterhalten? Okay, ihr redet schon, das freut mich. Happy Family Interactivity oder so. Das war doch nicht mal Sinn. Tiefgründige Gedanken. Ja. Er ist ein bisschen, ja, künstlerisch veranlagt. Natürlich mag er tiefgründige Gedanken. Vielen Dank für deine Bestellung. So süß, ne? Die Family einfach. Vor allem, ich finde es halt auch so schön irgendwie. Raya kommt halt voll nach Faith. Raphael kommt halt voll nach Marley, ne? Das ist irgendwie richtig süß. Ich dachte gerade, die haben dieselben Schuhe, aber Faith hat immerhin Blümchen noch. Aber es sieht so dumm aus. Ich nehme halt immer diese Converse, weil die sind einfach so geil. Ich bin so traurig, dass GeoSims keinen Custom Content macht. Warum möchte er immer seine... Ich wollte gerade sagen, Hände waschen geht. Aber er möchte gar nicht Hände waschen. Er möchte das säubern. Ist nicht deine Aufgabe. Rede mit deinem Sohn. Ihr dürft gerne Spaßvögel sein. Ja, ich liebe dieses Spiel. Ist gar nicht irgendwie gerade kurz komplett gebackt. Das würde nicht passieren. Raphael hat am meisten geschlungen. Er stinkt komplett. Also es ist einfach beste Voraussetzung in der Öffentlichkeit. Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nie mehr zur Schule, oder? Du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein, würde ich jetzt sagen. Weil war denn das, wo wir den Abschluss verkackt haben? Ah nein, das war, glaube ich, in meinem privaten Spielstand. Da habe ich den Abschluss verkackt und du kannst ja literally keinen Job gefühlt annehmen. Und ich sehe ihn ja schon so als Künstler vielleicht. Obwohl... Das stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, er ist ein Künstler. Aber nein, er wollte doch Arzt werden. Ja, dann braucht er schon einen Abschluss, sonst ist es ein bisschen schwierig, Arzt zu werden. Ich bin Stiloste. Dieser Mann macht mich fertig. Wie langsam isst du, Girl? Koketter Schultag. Mhm. I see. Raya und Raphael sind zu ihm gute Freunde geworden. Süß. Wir gehen jetzt nach Haus. Riley. Hello, hello, hello. Aber es ist trotzdem noch keiner gekommen. Von den Mitarbeiter-Dings. Sollen wir diese Mitarbeiter vor allem? Mitbewohner. Ah, nee.
Ich kann sie zurückziehen, aber das heißt, sie ist aktiv, Jan, oder? Also gehe ich jetzt wohl aus. Da ist jemand aber sehr müde gewesen. Wieso bist du wieder wach? Warum sind immer alle wach? Kannst du nicht einfach schlafen gehen? Ich kann nicht ins Bett. Halt's Maul. Lügen die mich einfach an. Sind literally alle Klos irgendwie kaputt, ne? Es ist absolut schrecklich. Ich glaube, da musst du einmal. Es sind literally alle Klos kaputt. Alle drei Klos. Was? Kannst du wenigstens mal ein Klo reparieren? Weil wir haben jetzt auch nicht das Geld, um die zu ersetzen, ne? Oh Mann. Raya opfert sich jetzt auf. Während Raphael sich hier nebenbei einpinkelt, wird's Zeit für die 81. Eröffne ein eigenes Geschäft. Ach so. Klar. Was denn auch sonst? Ja, er pisst sich jetzt ein. Super. Wir können es noch nicht mal ein Grundstück leisten. Cheerleading-Matte würde ich vielleicht noch hier hinstellen. Toll. Ja, damit kann ich jetzt auch nicht so viel Geld verdienen. Ne? Wir können vielleicht mal unsere Pflanzen verkaufen nebenbei. Alles verkaufen. Das günstigste Grundstück kostet irgendwie 1200 oder so. Wir brauchen diese ganzen Pflanzen sowieso nicht mehr. Wir werden vermutlich nicht nochmal nach Salvadorada gehen. Das schaffen wir nicht mehr. Zeitlich, sag ich mal. Ich würde halt nur unsere Zitronenbäume behalten, weil das schön aussieht. Ich habe jetzt aber auch kaum Sachen, die ich so ernsthaft verkaufen würde oder so. Ne? Mann, mies jetzt. Ich habe was vergessen. Ich weiß nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, aber alle meine Freunde haben schon eine Idee, wie finde ich heraus, was ich will. Ja, überleg, was du gerne machst. Ja, Leute, ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier mal so ein paar von unseren Sachen verkaufen. Wir haben. Oh, der 10.000. Ja, wir verkaufen einfach erstmal den 10.000 Simoleon-Frosch. Das reicht erstmal. Und damit können wir schon ein Geschäft kaufen. Ich würde einen Einzelhandel machen. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir vielleicht so ein fertiges, aber das geht finanziell nicht. Wir nehmen einfach das hier. Oh, dann könnte sie ganz ihre ganzen Archäologie-Sachen vielleicht verkaufen. Das wäre eine Idee. Ab nochmal in den Baumodus, weil haben wir ja noch nicht oft genug gemacht. 2500 ist, glaube ich, fein. Obwohl, es könnte ein bisschen knapp werden, ne? Vielleicht machen wir 4000. Ja, ich weiß, es ist teuer. Aber wir haben ja eigentlich noch ein paar Sachen, die wir dann verkaufen können. Vielleicht machen wir letztendlich mehr Geld raus. Ich würde dann aber schon so eine schöne Theke haben wollen, nicht so eine gebrauchte. Dann kommt da eine Kasse drauf. Gut, das ist wahrscheinlich schon zu groß. Ich muss gleich mit Dächern arbeiten. Oh, wir können so ein A-Frame-Haus machen. Ist jetzt nicht besonders hübsch. Aber das soll es ja auch gar nicht unbedingt sein, ne? Als ob die nur 85 kostet. Ist ein Statement mit dem Rot, ne? Das ist so ein ganz Mini-Laden einfach nur. Ist irgendwie auch süß. Soll ich mal das alles ganz schlicht weiß? Das sieht so dumm aus. Der Boden wird halt wahrscheinlich dann auch Outdoor-Lighting haben. Können innen vielleicht diese Wände auch in so einem Rot machen. Einfach so Statement-Piece. Ja, der Boden, der sieht ein bisschen anders aus. Also es hat Outdoor Lightning, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Man kann sich ja nicht alles leisten immer, ne? 1000! Das machen wir nicht. Ich liebe dich, Mausi. Nach einer kleinen Unterbrechung sind wir jetzt wieder hier. Ich habe noch diese zwei Tische hingestellt. Das ist nicht symmetrisch. Und hier noch so ein Wandlautsprecher platziert. Jetzt würde ich hier noch so Art an die Wand machen. Es soll ja auch ein bisschen hübschi sein, ne? Ich finde das so geil, aber es macht gar keinen Sinn. Ich so, ja, ich kann ja was von Salvadorada da hinhängen. Ja, Wandrisse, ich glaube nicht. Steinplatten, das macht mehr Sinn. 100, das geht ja noch. Geil. Jetzt auf der anderen Seite noch. Schon ein bisschen cool. Der Boden ist halt ein bisschen blau. Vielleicht machen wir hier dann auch dieses Salvadorada-Dach hin. Ein dicker Rahmen. Und dann können wir noch einen Weg dahin. Das ist doch ganz gut. Vielleicht sogar so. Ah, man muss das ja nicht übertreiben, ne? Wir sollten das vielleicht noch umbenennen. Antiquitäten-Chop. That is it. Das ist schon ein bisschen geil mit den Schädeln. Wir haben Boba auch immer noch nicht zum Friedhof gebracht. Ich bin nicht bereit. Und ich habe es auch ein bisschen vergessen. Das waren schon alle, die wir identifiziert haben, ne? Irgendwie dachte ich, das ist mehr. Naja, muss sie sich in nächster Zeit halt mehr drum kümmern. Ich würde den Part aber auch erstmal jetzt an der Stelle beenden, weil durch meinen Zwischenfall bin ich jetzt schon 1,5 Stunden am Aufnehmen. Upsi Daisy. Ist aber kein Problem. Es war irgendwie sehr baulastig, aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist für euch. Wir haben halt einfach einen eigenen Shop aufgemacht. Das ist auch irgendwie cool, finde ich. Also, ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir sowas machen, aber irgendwie liebe ich's. Vor allem können wir damit jetzt auch ein bisschen Cash machen. Ich hoffe einfach, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss!